Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Delay 2 und welche Optionen hier zur Verfügung stehen, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe einfach mal das Delay 1 im Vergleich zu dem Delay 2 hier nochmal drin, damit man so die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede so ein bisschen sieht. Und zwar hat das Delay 2 auch wieder einen Ein-Ausschaltknopf, einen Preset-Knopf mit spannenden Presets. Dann eben der Name, hier unten die Fernsteuerung, die Remote Controls und die Modulatoren. So, und der mittlere Bereich hier von dem Delay 2 entspricht dem mittleren Bereich von dem Delay 1 ungefähr. Und dieser Bereich ist mit diesem 16. Raster, also sprich, wann ein Echo erscheinen soll oder wann ein Echo dann zurückkommen soll, also ob das auf dem 1. 16., 2., 3., 4. und so weiter passieren soll. Oder wenn ich hier draufklicke, dass ich das auch zeitgesteuert machen kann von, was haben wir gesagt, 10 Millisekunden auf 5 Sekunden waren das, glaube ich. Genau. So, und der Unterschied zwischen diesen beiden Optionen ist, dass die Einstellung über das 16. Raster mit dem Lead-Tempo, also mit dem BPM synchronisiert ist und die Zeiteinstellung, die bleibt im Endeffekt die gleiche. Beim 16. Raster habe ich dann noch die Möglichkeit, die 16. so ein bisschen nach vorne zu schieben, das heißt, dass das Echo früher erklingt oder eben auch nochmal später, das Ganze jeweils um ein Drittel verschoben. So, jetzt aber zu den Unterschieden erstmal. Und zwar habe ich hier zwei solche Devices, die überschrieben sind mit Left und Right, also links und rechts. Links und rechts ist jetzt aber einfach nur ein Name dafür, das ist nicht zwingend links und rechts, denn darunter gibt es einen Source-Schalter, also eine Quelle, woher kommt der Sound. Und wenn man das aufklappt, kann man eben sagen, die Quelle oder das Signal kommt aus dem linken Kanal, aus dem Mittensignal, also wenn beide Signale summiert werden, links und rechts, oder es wird aus dem rechten Signal genommen. Das heißt, ich kann bei dieser Einstellung von dem Delay gleich nochmal sagen, okay, standardmäßig habe ich links und rechts eingestellt. Ich könnte jetzt aber auch beide Signale aus dem rechten Signal nehmen oder aus dem linken Signal. Damit könnte ich zum Beispiel, wenn ich einen Synthesizer, einen Sound oder ein Geräusch habe, das links und rechts unterschiedliche Signale hat, kann ich zum Beispiel mit der einen Seite könnte ich ein Echo-Muster bilden, das eben nur auf der rechten Seite stattfindet. Könnte man unter Umständen so räumliche Spielereien machen, dass man jetzt zum Beispiel auf der einen Seite, auf der linken Seite, steht man nahe einer Wand, wo es vielleicht gar kein Echo gibt, weil es einfach viel zu kurz ist, und auf der rechten Seite gäbe es jetzt so die große Halle, dass jetzt einfach nur alles von rechts hallt. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, die mir so spontan dazu einfällt. So, und darunter gibt es dann nochmal einen Crossfeed und einen Feedback-Regler. Den Feedback-Regler kennen wir ja schon aus dem Delay 1 hier. Und der Feedback-Regler macht nichts anderes, als wenn das Originalsignal hier reinkommt in das Delay 2 und dann ein Echo erzeugt, dann wird durch den Feedback-Schalter dieses leisere Echo dann wieder hierhin zurückgeroutet. Und das wird dann immer leiser, je nachdem, was ich hier eingestellt habe. Jedes Mal um minus 30 dB steht hier unten jetzt zum Beispiel. Das passiert auf beiden Seiten. Und dann habe ich noch eine ganz spannende Geschichte, das ist dieser Crossfeed-Regler. Und mit diesem Crossfeed-Regler steuere ich, wie viel Anteile oder wie viel dB von links, da unten in der Statuszeile, hier unten steht das dann immer, von links nach rechts geschickt werden. Das mag jetzt vielleicht am Anfang so ein bisschen komisch klingen, warum ist da jetzt ein Crossfeed da? Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür, warum das unter Umständen sinnvoll ist. Und zwar, wenn wir normalerweise durch die Welt gehen ohne Kopfhörer
Und wir hören ein Signal und das Echo dazu. Und dann haben wir normalerweise auf beiden Seiten des Kopfes ja Ohren. Und das Signal kommt unterschiedlich schnell auf das eine wie auf das andere Ohr. Das heißt, zum Beispiel, wenn das Signal hier von rechts kommt, kommt das Signal erst an mein rechtes Ohr mit einer minimalen Verzögerung auf mein linkes Ohr. Wenn ich Kopfhörer aufhabe, dann habe ich diesen Eindruck nicht, weil dann habe ich, wenn ich so ein Delay, so ein Stereo-Delay habe, dann mache ich links einen Echo und rechts einen Echo und das echot so für sich alleine hin. Das ist aber kein natürliches Echo. Deshalb gibt es dieses Crossfeed, wo ich dann zum Beispiel in einem Kopfhörer, bei Boxen würde das vermutlich gar nicht groß auffallen, erstmal, wenn das Crossfeed da drin ist, außer dass es vielleicht mehr Echos gibt als vielleicht üblich. Da muss man den Crossfeed so ein bisschen runterschalten, muss man einfach eine gute Stellung dazu finden. Aber beim Kopfhörer habe ich dann eben diesen natürlichen Höreindruck. Das heißt, ich höre ja nicht nur mit dem rechten Echo, mit dem rechten Ohr das Echo, was von rechts kommt. Ich höre mit dem linken Ohr auch sehr viel abgeschwächter das Echo, was von rechts kommt. So, und das macht dieser Crossfeed-Schalter auf beiden Seiten. So, und dann geht es noch weiter. Ich habe hier einen Detune-Schalter, der macht nichts anderes, als dass er jeweils das Effektsignal nochmal verstimmt und das wird in Cents angegeben, bis zu 100 Cents. Und ich habe hier noch eine Rate, was ein Vibrato ist, also einen Tonhöhenunterschied. Das wackelt dann so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal ganz hoch stelle und die Rate ganz langsam und einen Ton spiele. Oder die Rate, so machen wir mal so. Oder ich mache mal das Feedback weg, dann hört man das vielleicht besser. Und das Crossfeed weg. Sollte vielleicht das Delay 1 noch ausschalten, dann macht das auch Sinn. Also mit der Rate schwingt das einfach schneller, dieser Pitch, dieses Vibrato. So, und dann habe ich natürlich noch, wie beim Delay 1, die Möglichkeit, hier einen Low-Cut und einen High-Cut-Filter einzustellen, sodass das Effektsignal zum Beispiel weniger Bässe hat, weniger tiefe Frequenzen und weniger Höhefrequenzen, sodass ich nochmal einen zusätzlichen Eindruck von Ferne dazu kriege. Dann gibt es noch den Width-Schalter, also ein Stereo entweder verringern. Wenn ich das jetzt anklicke, dann geht das. Ich mache hier gerade mal wieder so ein bisschen Crossfeed und Feedback rein. Dann kann ich das Echo wieder auf Mono stellen. Dann bleibt es in der Mitte. Oder auf 100% und kann es dann bis 150% noch breiter machen. Und der Mix-Schalter ist ein Dry-Wet-Schalter, das heißt, ganz links unten habe ich nur das Originalsignal, da kommt dann gar nichts mehr an Effekt durch. Und ganz rechts habe ich dann nur noch Effektsignal. Und in der Mitte habe ich dann beides zu gleichen Teilen, also bei 50%. Und natürlich fehlen darf nicht der Feedback FX, also Effekte-Container, in den ich noch weitere Effekte reintun kann. Ich schau mal, was ich hier vorbereitet habe. Ich habe hier ein, jo, da habe ich was schön vorbereitet. Die machen wir hier mal schön klein. Und da habe ich zum Beispiel einen Saturator, einen Chorus und einen Reverb reingetan. So, und wenn ich die jetzt einfach mal alle kurz ausschalte, habe ich so mein normales Reverb, beziehungsweise nicht ganz normal, ich habe das ein bisschen hier verändert. Hier den Feedback wieder rein, den Cross rein und hier den Crossfeed so ein bisschen zurückdrehen. So, und dann kann ich den Saturator anmachen. Dann ist das bisschen heftig. Da muss ich dann noch ein bisschen anderes Feedback rausnehmen. Oder Crossfeed. Da kommt eine Menge zurück an Signal. Dann habe ich einen Chorus. Und noch ein Reverb hinten dran.
Den habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen hier eingestellt mit sehr viel Mixanteilen, sehr viel Stereobreite. Kann ich hier noch mal alles breiter machen. So, das ist im Prinzip der Delay 2 in Gänze. Im Gegensatz zu dem Delay 1 hat er einfach so ein paar interessante weitere Optionen, eben mit den Quelleneingaben, mit dem Crossfeed. Wie gesagt, also wichtig bei eben dieser ganzen Kopfhörer-Geschichte. Und vielleicht auch in anderen Situationen nochmal ganz wichtig, wenn man den Echo-Effekt mit so ein bisschen vielleicht, naja, Ping-Pong, sowas in der Richtung erweitern möchte, oder mit so einem leicht angedeuteten Ping-Pong. Das gesamte Echo ist einfach voller, als würde dieses Echo hin und her geschmissen werden. Und dann habe ich eben noch diesen Detune, also diesen Vibrato-Effekt mit dabei. Und ja, das macht das Delay 2 Device dann aus. Und das war's auch schon. Und ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen. Ihr wisst ja schon, kommentiert. Wenn ihr irgendwelche Videos dazu gemacht habt oder vielleicht auch schöne Stücke, wo ihr das Delay 2 so richtig ordentlich benutzt habt und damit gespielt habt, dann verlinkt die gerne unter dem Video in die Kommentare und schreibt vielleicht ein bisschen was dazu, was ihr gemacht habt. Würde mich interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.